Ja, hallo meine lieben Freunde, es ist Samstagvormittag, so gegen 9 Uhr und ich zeige euch, wie man aus einem normalen Einkaufstrip einen spannenden, interessanten, gesundheitsbewussten Trip machen kann. Genau. Also seid einfach dabei, es geht gleich los. Ja, doch bevor es jetzt dann losgeht mit dem E-Bike Richtung Bahnhof, weil ich dann eine Strecke mit dem Zug fahren werde, das Rad mitnehmen und dann wieder teilweise mit dem Rad fahren Richtung Freilassing in Bayern. Da werde ich dann zuerst ein bisschen was einkaufen, weil in Bayern ist es doch um einiges günstiger nach wie vor wie in Österreich und es gibt auch das eine oder andere Teil, was es bei uns nicht so gibt, gerade im veganen Bereich. Und dann schauen wir noch, wo es uns noch hinführt oder vorher noch hinführt und später erst zum Einkaufen. Mal schauen. Aber natürlich als kleine Stärkung noch einen wunderbar guten Smoothie. Beinhaltet Banane, Kokosnuss, Milch. Dann etwas Omega-3, Gerstengras, Wasser. Was haben wir noch drin? Haben wir noch was drin? Ich glaube, sonst nichts mehr. Ja, ich habe schon noch was drinnen. Und zwar veganes Protein, ja, das ist ja auch nicht so unwesentlich für unseren Organismus, für den Körper, für die Muskeln, für alles, was wichtig ist. Und es schmeckt unglaublich erfrischend und ich weiß nicht, was das genau ist. Das ist seit kurzem so. Entweder ist es nur das Protein, aber das kenne ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob das das Omega-3 ist, aber es ist unglaublich gut. Also wenn es euch interessiert, kann ich dieses Rezept nochmal genauer hineingeben. Ja, aber bevor mir jetzt die Hand runterfällt, trinke ich das noch gemütlich aus, schau mal, wann der nächste Zug wegfährt und dann gibt es die nächsten Bilder. Ja, meine Lieben, und hier wartet schon mein Radl, bis es endlich losgeht. So, jetzt bin ich mal 10 Kilometer mit dem Rad gefahren bis zum nächsten Bahnhof und warte hier noch ein paar Minuten auf den Zug, mit dem ich jetzt nach Salzburg fahre und von Salzburg weg wieder mit dem Rad Richtung Freilassing, Bayern. Und dann schaue ich mal, ob ich gleich einkaufen gehe oder ob ich noch ein bisschen weiter fahre. Denn so 20, 30 Kilometer weiter weg wäre der Königssee. Das würde mich schon auch interessieren, das wäre natürlich eine Traumkulisse, aber es ist relativ kalt heute. Wobei hier geht es wieder ein bisschen besser, da macht sich ein bisschen die Sonne Raum und Platz. Mal schauen, es kommt drauf an, es ist nämlich wirklich relativ kalt. So, Radl freuen sich sicher auch des Öfteren, wenn sie mal Zug fahren dürfen. Ja, Zug fahren, ich liebe es. Irrsinnig gern Zug. Sie haben schon irgendwie gedacht, das günstigste Büro, das ich mir einrichten könnte, wäre ein Jahresticket für ganz Österreich. Natürlich wäre es super, wenn man das ausweiten könnte auf Deutschland, Schweiz, Italien. Da würde ich mich einfach in den Zug reinsetzen und da arbeiten. Das wäre richtig cool. Aber das habe ich mir bisher noch nicht geleistet, weil ich mir dann denke, zum Schluss mache ich es ja doch nicht und unter der Woche habe ich halt doch nicht so viel Zeit. Ja, da schaut es blau aus, das Wetter, das scheint da besser zu sein. Also möglicherweise geht es Richtung. Ja, meine Lieben, das Wetter ist jetzt viel besser geworden. Es ist jetzt ziemlich blauer Himmel, ja. Es ist natürlich auch ein bisschen wärmer jetzt, das ist natürlich auch besser. Ja, und ich denke, ich bin jetzt auf jeden Fall mal am Weg Richtung Königssee, bin jetzt auch schon von Salzburg heraus. Es ist jetzt ein bisschen lauter da, weil diese Strecke genau neben der Autobahn geht. Ja, in die Richtung geht es jetzt. Richtung Berchtesgaden Königssee. Das Wetter ist traumhaft. Also von dem her. Es ist jetzt kurz nach Mittag
Und ich bin jetzt schon eine Stunde unterwegs und noch nicht gar so weit gekommen. Und irgendwie, ja, weil es nicht so einfach war, den Weg zu finden, ehrlich gesagt. Jo! Meine Freunde, stark befahrene Straße, aber es gibt keine Möglichkeit, nach Berchtesgaden bzw. zum Grünesee zu kommen. Aber es ist okay, ich kenne die Strecken, ich habe ja früher in Salzburg gewohnt. Das war auch so eine Strecke, die ich sehr häufig aus Trainingszwecken gefahren bin. Und weil es einfach auch eine schöne Gegend ist. Da gibt es einen Aldi, da werden wir später noch einkehren. Perfekt. Weil ich ja eigentlich gesagt habe, ich gehe ja einkaufen. Das ist ja der Sinn, der Hauptsinn des Ganzen. Aber wie gesagt, am Anfang schon erwähnt, man kann das Ganze ja aufpeppen. Und meine lieben Freunde, das sind so die Möglichkeiten, die man in solchen Zeiten hat, wenn man merkt, der Spritpreis geht rauf als wie nur was. Okay, weniger Autofahren, mehr Radfahren und das Ganze verbinden. Ja. Nicht, weil ich unbedingt muss, aber weil ich mir denke, es ist doch schade, so viel Geld den Ölmultis in den Rachen zu schieben. Ich habe ein E-Bike, ich habe dieses, ich habe jenes. Und ich bin einfach gern draußen. Und deswegen dauert dann halt Einkaufen bei mir einen halben Tag. Okay. Und da sehe ich jetzt schon den Watzmann vor mir. Für mich einer der schönsten Berge in den Alpen, überhaupt in den Ostalpen. Und er steht in Bayern, nicht in Österreich. Ja, der Watzmann. 2700 Meter hoch, hat drei Hauptgipfel. Von da sieht man es nicht so gut. Aber da sieht man zumindest, dass er drei Gipfel hat. Von mir zu Hause aus sieht man ihn auch immer wieder. Aber da ist nur ein Spitz und das macht ihn ganz besonders schön. So, wir sind jetzt in Berchtesgaden. Es ist in der Stadt Berchtesgaden, ist die Kreisstadt vom Berchtesgadener Land. Ja. So, man gönnt sich ja sonst nichts. Außer ein bisschen Kaffee und eine Mohnschnitte in Berchtesgaden. So, jetzt sind wir dann bald am Königssee. Ja, schöne, liebliche Gegend einfach. Das ist so romantisch. Da geht eine Bahn rauf, die Jännerbahn. Und da hinten oben, wo schon ein bisschen Schnee drauf ist, oder da ist davor das Kehlsteinhaus. Na, das ist da hinten, Blödsinn. Jo, das ist so typisch bayerisch. Romantisch, oberflächlich. Und das ist der Anfang vom Königssee, das sind die komischen kleinen Schifferl, mit denen die meisten dann da wegfahren, da werden wir schon noch eins erwischen. So, jetzt habe ich das Radl mal wo abgestellt, geparkt quasi. Und gut, gehe da jetzt mal kurz den Malerwinkel zurück. Und da werden wir dann hoffentlich, oder nicht hoffentlich, mit Sicherheit, eine super Aussicht auf den Königssee haben, auf den Watzmann und überhaupt. Also man muss schon sagen, der Königssee ist mit Sicherheit einer der romantischsten und kitschigsten Seen und der wird auch diesbezüglich volles Rohr ausgeschlachtet. So was es nur geht irgendwie. Ja, und da schimmert eh schon ein bisschen mehr durch
vom Königssee. Super lässiger Platz. Seht es total geil auf den Königssee. Also man sagt, selten so einen schönen Platz gesehen. Müssen wir neidisch nach Bayern blicken. So, eigentlich bin ich ja zum Einkaufen gefahren. Ich war schon mal kurz einkaufen, habe ein paar Sachen gekauft, jetzt für jetzt zum Essen. Und jetzt wird es 3:15 so herum. Und jetzt wird es Zeit, dass ich dann wirklich einmal einkaufen gehe. Also, ich befinde mich in Deutschland und da bekomme ich, wie gesagt, ein paar Sachen, die man bei uns in Österreich erstens einmal nicht kriegt und zweitens bei Weitem teurer sind. Und darum verabschiede ich mich jetzt vom Königssee, bin jetzt an meinem Fußsee herunten. Leider immer so Gegenlicht. Den Watzmann sieht man von da leider aus nicht. Aber macht ja nichts. Ich denke, sonst sind wunderbare Bilder. Und jetzt schaue ich, dass ich zurückkomme zum Radl und dann werde ich mal Richtung nächsten Discounter fahren. Okay. So, meine lieben Freunde, es ist jetzt genau 6 Uhr und ich bin jetzt genau deswegen genau da jetzt, wo ich eigentlich hin wollte, nämlich einkaufen. Okay. Also das kann man auch draus machen, wenn man einkaufen geht. Es braucht halt ein bisschen länger, aber es hat ziemlichen Mehrwert gehabt, die Einkaufsreise. Das sind so die Dinge, die ich mir auch ab und zu gönne. Vegan zwar, die gibt es bei uns nicht. Ja, die gibt es in Österreich in dieser Form nicht. Und ich bin ja noch nicht zu Hause. Ich bin ja immer noch 40 Kilometer von mir zu Hause entfernt. Das heißt, ich muss jetzt schauen, dass ich dann einen Zug erreiche. Ja, und werde hoffentlich in einer Stunde, eineinhalb Stunden zu Hause sein. Alles Liebe, Daniel. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Baba, ciao, tschüss und servus.